In einer Gaming-Szene, die nur noch aus Fortnite mit schockierten Gesichtern, halbnackten Mädchen oder Schlimmeren besteht, gibt es noch YouTuber, die sich gegen diesen Trend stellen. Um einen davon geht es heute. Scheiße, was mache ich hier? Diese Welt ist so... Achtung, ich rolle, ich rolle. Boah, manche Leute sind so eine asozialen Pisser. So komisch. Hey, Zeo. Oh, hi. Kannst du endlich How to be Domtendo machen? Das wünschen sich sau viele schon mega lange. Als ob sich das viele wünschen. Naja. Oh, scheiße. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Wow, also wenn dieses Opening kein Like-Wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Im letzten Video habt ihr euch ja per Umfrage für ein How to be Domtendo entschieden und da ich ein Mensch bin, der sich an seine Worte hält und dafür sogar gegen die Wand springt, begrüße ich euch hiermit zu einem How to be Domtendo. Doch wer ist das denn jetzt schon wieder? Schauen wir doch einfach mal, was Wikipedia dazu sagt. Dominik bevorzugt Dommi wurde am 12. Mai 1993 in der Stadt Geretsried in Bayern geboren. Er spricht Deutsch und ausreichend... Moment! Bayern? Ja, leg mir mal aus, ein YouTuber aus Bayern, das ist ja der Oberhammer. Auf geht's, Bullitz, fress mal Weißwurst, der Brezel und trinken ein Bayer Bier. Ja! Ich möchte eine Anzeige erstatten, wegen Betrugs und Lächerlichkeit. Hey! Okay, legen wir los. Ich erkläre euch nun in 5 Schritten, wie ihr zu Domtendo werdet und... Los geht's! Schritt 1 sind die Ausraster. Wir fangen heute mal nicht mit dem Humor an, weil mir ist aufgefallen, als ich die ganzen Best-Offs geschaut habe, dass diese ganzen Ausraster von ihm schon sehr herausragend sind. Also die meisten Leute feiern genau das an ihm, also seht selbst. Nintendo, what the hell? Ich laufe mit L und drücke einen Schlagknopf ganz früh. Mach ich doch! Chat, nicht früh genug. Gedrückt halten. Hab ich! 1000 Mal! Was war das denn? Ah! Sympathischer Typ. Ich frag mich halt echt, wie das wäre, wenn man mit Dommi zusammenwohnen würde. Dominik, es reicht, man muss ich abspülen. Hast du mal das gemacht? Hab ich! 1000 Mal! Und die beschichteten Pfannen musst du mit dieser Seite hier putzen. Mach ich doch! Ach ja, ich hab deine Duplos aufgegessen, das ist sehr schlimm. Ah! Ganz ruhig, Alter! Nee, die Leute lieben seine kleinen Rage-Momente, aber das ist nicht alles, denn jetzt kommt Schritt 2, der Humor! Ich finde einfach, wie schon oft erwähnt, anhand eines Humors kann man sehr viel über einen Menschen erfahren. Und bei Domtendo würde ich sagen, sein Humor ist schon ein bisschen neckisch, aber irgendwie überhaupt nicht bösartig. Schon wieder ein Problem. Also ist das doch ein Wagen von der Deutschen Bahn. Entschuldigung, der Zug ist stehen geblieben. Ist alles okay? Das ist eine unglaubliche Sache. Genaues wissen wir nicht. Okay, es ist Deutsche Bahn. Die robuste Mama. Mama Pracht. In einer ähnlichen Rüstung hat mich meine Mutter auch immer daheim erwartet, wenn ich mal wieder eine 5 in Mathe nach Hause gebracht habe. Ich hab voll guten Abschluss, okay, so 4,0 so. Meine Mutter hat gesagt, das hat sie sich so immer gewünscht, so. Arschgeile Nummer, oder? Vor allem Witze über die Deutsche Bahn finde ich saulustig, da kenne ich auch ein paar gute. Wie macht der Zug von der Deutschen Bahn? Noob, noob. Hey, das war doch lustig, Alter. Warum lachst du nicht? Ich möchte eine Anzeige erstatten. Schritt 3, ewige Motivation und Leidenschaft. Puh, das kommt mir bekannt vor. Immer reden alle über Julian Bam, aber dieser Mann ist ebenfalls ein harter Ficker. Seit fast einem Jahrzehnt lädt er schon Videos hoch und bleibt der Gaming-Szene treu. Nicht so wie ich, der auf seinem Gaming-Kanal schon mal 2,5 Jahre lang einfach mal nichts hochgeladen hat. Aber seit April, März so bin ich wieder dabei. Das ist schon eine gute Zeit lang mittlerweile. Und für diese Leidenschaft bekommst du von mir den Willen des Jahrtausends. Hier, Domtendo, nimm ihn. Du hast ihn dir verdient. Ich geh jetzt erstmal saufen, ey. Was? Warum? Okay, ich würde wirklich super gerne ein How to be Domtendo machen, aber irgendwie hat er selber keinen Bock drauf. Du machst jetzt weiter oder wir sind alle mega sauer auf dich. Als ob ihr alle sauer wärt. Doch, selbst Gronkh hat schon keinen Bock mehr auf dich. Fick dich, komm nie wieder, ich banne dich. Oh, scheiße, na gut, ich mach weiter. Haha, ja, abtauchen, uah. Schritt 4 sind die Skills. Man glaubt es gar nicht, aber neben seiner tollpatschigen Spielart hat er manchmal so Phasen, wo er wieder total krasse Skills raushaut und Levels wie so ein Meister auf First Try einfach mal durchzockt. Diese Kacke hier muss man sich auch mal geben. Hallo, what the fuck? Nehmt doch eure Tabletten, verdammte Scheiße, was ist das? Wo ist das Ziel? Hallo? Verdammt, jetzt? Okay, Glück gehabt. Ich bin einfach irgendwo hingesprungen. Es ist noch nicht vorbei? Wenn ich jetzt sterbe, raste ich aus. Bruder. Mach doch nicht so einen Scheiß! Was? Es gibt. Ich dachte, ich hab schon alle. Sorry für den kompletten Freakout. Wow! Wow, nicht schlecht. Allerdings schafft er auch sowas in Real Life. Als zum Beispiel das heilige Kisten gestohlen wurde von dem Endgänger des Grauens und dieser das nicht mehr rausrücken wollte, schaffte er ebenfalls dieses zu entreißen, first try. Jetzt probiere ich's mal. Und schaff's beim ersten Versuch. Obwohl ich in Real Life ja auch ganz schön krasse Skills habe. I am the one, the way your son. Bloß bei Videogames sieht's nicht ganz so gut aus, da blamier ich mich schon öfter. Nein! Nein! Ah! Nein!
Mann, wow, Alter. Hä, das Level ist super schwer. Doch kommen wir nun zur Erkenntnis. Ihr wisst, ich nutze die How-To-Be-A-YouTuber-Serie meistens dazu, um YouTuber zu loben, die es wirklich mal verdient haben, außer halt manchmal. Denn ich habe den Eindruck, dass man gewisse YouTuber gar nicht auf dem Schirm hat, weil ich lese sehr oft sowas wie, auf YouTube gibt's wirklich nur noch Assi-Content. So als ob alle Leute sagen würden, Julian Bam ist geil, der Rest ist bescheuert. Domtendo hat zum Beispiel fast 1 Million Abonnenten und trotzdem weiß ich jetzt schon, dass ein paar Leute sagen werden, okay, ich habe jetzt von ihm noch nie was gehört. Und ich bin der Meinung, gerade wenn man Nintendo und Let's Plays mag, ist dieser Kanal Gold wert. Sympathisch ist er allemal und ich hoffe, dass diesen Kanal noch lange geben wird. War eine geile Rede, oder? Geile Ansprache! Ja, war super nice! Gut gemacht, Mann! Also ich fand scheiße. Okay. So viel dazu. Mein Let's Play-Tipp der Woche ist dieses Game hier. Da versuche ich so ein paar knifflige Rätsel zu lösen. Ich habe es hier oben mal verlinkt, auf alle Fälle abchecken. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es abchecken könntet, weil ich gebe mir sehr viel Mühe mit meinem Gaming-Kanal. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ist dein Leben hart und du willst es machen leicht? Dann gib jetzt ein Abo und ein krasses Like. So, hoffentlich seid ihr jetzt alle glücklich. Leo, deine Videos sind etwas überladen. Wenn du 2 Witze hast, dann brichst du noch einen dritten dazwischen, weil du unbedingt mehr Witze drin haben willst. Was, die Space Frogs wissen mich? Okay, Space Frogs, das werdet ihr bereuen. Oh ja, das werdet ihr bereuen. Und so endet die Reise in das Land des Domtendos und Zeo bahnt sich den Weg in ein neues Abenteuer. Doch vergiss niemals, in Wahrheit gibt es nur einen Zug, der sich anhört wie ein Pokémon. Und das ist der Pikachu-Chu. Willkommen in Karte, drüben klicken für How to be Zombie. Zombie natürlich, oh scheiße. Leute, verabschiedet euch schon mal von diesen Haaren hier, weil ich werde am Freitag zum Friseur gehen. Das heißt schnippidi schnopp und alles ist wieder kurz. Ich sehe es jetzt schon wieder in den Kommentaren. Und nein, die armen Haare. Würde ich sagen, sieht man sich wieder am Samstag. Bis dann noch viel Spaß auf YouTube und keine Zeit. Ciao. Ich rede immer super schnell in Endcut, weil ich weiß, ich habe nur 20 Sekunden Zeit. Das ist voll schlimm. Ich hasse Zeitdruck.